Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, dass ich nicht allzu abschreckend wirke, sodass morgen dann noch einige kommen werden. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Also ich fahre jetzt natürlich heute Abend nicht nach Hannover und komme morgen wieder, sondern ich bleibe hier, nachdem ich gemerkt habe, was für eine Weltreise das ist. 6,5 Stunden. Vor allen Dingen von Köln hierher. Nette Landschaft natürlich, sehr schön, aber doch einschläfern ein bisschen an jedem Dorf zu halten. Das heißt, ich werde übernachten und morgen Abend den zweiten Vortrag hier halten. Das ist jetzt, genau, damit mit der Lea. Also vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch das erste Mal in Trier jetzt zu so einem Vortrag, deswegen freue ich mich sehr. Ich hoffe, dass wir es einigermaßen gut hinkriegen, weil ich fange jetzt schon an zu schwitzen in den Handflächen. Und es war ja die ganze Zeit wahrscheinlich auch so schwül. Bei uns war es irgendwie 30, 31 Grad und Gewitter gab keine Erfrischung so richtig. Gut, fangen wir an. Thema eingeladen worden bin ich zum Thema heute Vortrag. Ich habe auch einen wichtigen mit, wenn ich sehe ich gerade. Das eine und das andere zur Sozialpsychologie der Fremdenfeindlichkeit, hochaktuelles Thema. Ich werde Folgendes, also ungefähr so ein bisschen zum Hintergrund, folgende Fragen versuchen zu behandeln. Und jetzt geht er hier nicht. Geht er nicht? Gut. Bild. Da musst du eigentlich hier gehen. Hier geht's, glaube ich. Alles klar, rechts. Also, gut. Sie kennen wahrscheinlich, also als Annäherung jetzt zunächst, ne, Sie kennen wahrscheinlich die berühmte, nicht das berühmte, den berühmten Satz von Karl Valentin. Ich weiß nicht, ob Karl Valentin, ob den noch jemand kennt. Das ist ein bayerischer sogenannter Volksschauspieler, hieß das früher, heute hieß das, heißt das Comedian, glaube ich. Volksschauspieler, der zusammen mit seinem alter Ego Liesel Karlstadt Sketcher aufgeführt hat, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, in München. Und so, folgende Fragen in Annäherung daran sind es, die mich interessieren und denen ich heute nachgehen werde. Was ist eigentlich das Fremde, nicht? Also wie fremd sind die Fremden eigentlich und was bedeutet sein berühmter Satz in diesem Sketch von ihm und Liesel Karlstadt? Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Ein ganz berühmter Satz, der ein bisschen andeutet, wie relativ das eigentlich ist, nicht? Das Fremde, Fremdheit immer eine Relation ist zwischen dem Eigenen und dem Fremden, dass die Fremden nicht überall fremd sind und so weiter, ergibt sich von alleine. Das heißt, die zweite Frage dann, die jetzt das Thema enger eingrenzt, wie funktioniert, was ist Fremdenfeindlichkeit, wie funktioniert sie eigentlich und warum richtet sie sich aktuell insbesondere gegen Geflüchtete, Asylbewerber, Bewerberinnen und generell gegen Muslime und Musliminnen? Also warum ist besonders der Islam und die Muslime und Musliminnen im Fokus der Feindseligkeit? Was treibt Menschen unter welchen Bedingungen dazu, sich abwertend, feindselig oder sogar gewalttätig gegenüber als fremd empfundenen Minderheiten zu verhalten? Und schließlich die letzte Frage, was ist eigentlich das oder der oder die Fremde? Das Fremde. Das Ganze wird ungefähr so aufgebaut werden. Ich werde eine kleine Vorbemerkung machen zum Thema Fremdenfeindlichkeit in der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Werde dann etwas zur unbewussten Logik von Fremdenfeindlichkeit und Fremdenangst unter dem Stichwort Identität, Identitätssehnsucht präsentieren. Dann, weil es mir sehr stark um diese Subjektperspektive geht, also wie funktioniert Fremdenfeindlichkeit und wie funktionieren Fremdenfeinde und Feindinnen. Ich habe das der Krieg im Kopf genannt. Wie läuft völkische Paranoia und wie entsteht daraus Fremdenhass? Oder wie hängt das miteinander zusammen? Akustisch bin ich zu verstehen, ne? Ich brauche jetzt nicht ein Mikro, ne? Gut. Das führt dann über zum dritten Punkt, weil das zieht sich so die ganzen Vorträge eigentlich durch. Der Mechanismus, der erkennbar ist, ist das der Projektion, aber man muss immer genauer sich damit auseinandersetzen, definieren und bestimmen, was Projektion eigentlich heißt. Und schließlich zuletzt die Frage, was das Fremde dann eigentlich ist und wie es sich zum eigenen verhält. Wie wird das Fremde konstruiert? Im Verhältnis zum sogenannten eigenen, immer in Anführungszeichen zu setzen, weil wir wissen ja gar nicht genau, was das eigentlich ist. Und einen kleinen Ausblick. So. Wenn wir das alles schaffen. So. Dann fangen wir an mit dem ersten Punkt, also mit der kleinen Vorbemerkung. Die Bemerkung des stellvertretenden Vorsitzenden der AfD Gauland, Sie haben sicherlich alle mitgekriegt im letzten Jahr, der Alternative für Deutschland, am 29. Mai 2016, Zitat, die Leute
fänden den deutschen Staatsbürger und Fußballweltmeister Jérôme Boateng als Fußballspieler gut, aber Zitat, Sie, die Leute, wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben. Dieser Satz ist bösartig und rassistisch. Bösartig ist der Satz, so kommentierte am gleichen Tag Sebastian Fischer auf Spiegel Online, weil er im gönnhaften Duktus daherkommt. Fußball spielen darf er gern für Deutschland, aber er muss ja nicht nebenan wohnen. Der Fußballnationalspieler, so die treffende Zuspitzung von Fischer, wird zum Lakaien herabgestuft, zum Diener weißer Herren. Gaulands halbherziges Dementi danach und sein Versuch einer Richtigstellung, er habe Boateng persönlich gar nicht gemeint und er kennt ihn gar nicht, sondern nur zum Ausdruck bringen wollen, und da ist es wieder, die Leute in Deutschland wollten keine Fremden in ihrer Nachbarschaft, macht die Sache ja nicht besser. Im Gegenteil. Denn was ist denn eigentlich fremd an jemandem wie Boateng? In der stigmatisierenden Wahrnehmung von fremden Feinden und Feindinnen kann es nur die dunkle Hautfarbe und die damit automatisch als fremd erscheinende und angenommene Abstammung sein. Es gab eine wunderbare Werbung von Sixt da drauf hin, also die groß plakatiert war und den Illustrierten dann abgedruckt war. Für alle, die einen Gauland in der Nachbarschaft haben und aus der Nachbarschaft verschwinden wollen, sollten sich denn solche Autos mieten? Dieses aktuelle Beispiel aus dem Vorfeld der Fußball-EM 2016, letztes Jahr, also in Frankreich, zeigt, wie zahlreiche ähnliche Vorfälle in den Jahren 2015 und 2016 auch, dass die größten Gefahren für eine offene, demokratische Gesellschaft und die humanistischen Werte, die sie zu ihren Grundlagen zählt, nicht von den Fremden in Gestalt von Einwanderinnen, Einwanderern und Flüchtlingen ausgeht, sondern vom Rechtspopulismus. Und damit meine ich in erster Linie von der mit starken Affekten aufgeladenen Fremdenfeindlichkeit, ihrer Verbreitung, ihrem Einfluss auf die vorherrschenden sozialen Wahrnehmungs- und Deutungsmuster sowie, und das ist letzten Endes ausschlaggebend, denn Fremdenfeindlichkeit lässt sich selbstverständlich kausal nicht aus individualpsychologischen Dispositionen ableiten, sowie von ihrer politischen Förderung und Instrumentalisierung. Hinter der Fremdenfeindlichkeit aber taucht, so lässt sich hier in dem Beispiel Gauland schon beispielhaft erkennen, Rassismus auf. Eine essentialisierende, also auf den Kern, auf das Wesen einer Sache reduzierende und zurückgeführte Wahrnehmung und Annahme und eine von Ressentiments geleitete Deutung von Differenzen zwischen dem vermeintlich eigenen und dem als bedrohlich erlebten anderen, dem Fremden. Das Fremde ist ein Konstrukt, eine zutiefst subjektive, aber kollektiv höchst wirkungsvolle Empfindung. Eine Deutung, die Differenzen, die Unterschiede markiert und vor allem die diese markierten Unterschiede bewertet. Das heißt, durch Zuschreibungen auf- und abwertet, um durch diese Stigmatisierungen Zugehörigkeiten und Ausgrenzungen vornehmen zu können. Das ist der Kern von Rassismus. Ein teils versteckter, teils offener, teils biologischer, teils kultureller, also Neorassismus, der nicht nur am rechten Rand des politischen Einstellungsspektrums existiert, so der einhellige Befund aller einschlägigen empirischen Studien seit vielen Jahren, sondern tief in der sogenannten Mitte der Gesellschaft verankert ist, dort immer schon angesiedelt war und im Zusammenhang mit der sogenannten Flüchtlingskrise ab 2015 manifester in Erscheinung getreten ist. Die Ergebnisse der 2016 unter dem Titel Die enthemmte Mitte erschienene repräsentative Studie der Forschungsgruppe an der Uni Leipzig, also Brehler, Decker und andere, sind hier eindeutig. Große Teile der deutschen Bevölkerung neigen zur Abwertung des der als abweichend erlebten Fremden. Und viele von ihnen sind bereit, den damit verbundenen subjektiv gefühlten Bedrohungen notfalls auch mit Gewalt entgegenzutreten. Sie erinnern sich vielleicht an die Debatte über den Schießbefehl an der Grenze. Nicht? Wenn die freiwillig zurückgehen, dann müsste man auch von der Waffe Gebrauch machen dürfen. Das war so ein Versuchsballon von der AfD. Frau Petri, Beatrix von Storch, die dann hinterher nur zurückgerudert hat, als sie gesagt hat, sie sei auf der Maus ausgerutscht mit der Hand. Als sie gefragt wurde in den Netzwerken, meinen Sie damit auch Frauen und Kinder? Und da hat sie daraufhin geantwortet, ja. Und daraufhin gab es einen Sturm der Entrüstung. Und daraufhin hat sie entschuldigt und gesagt, ich bin da mit der Maus ausgerutscht. Aus Versehen.
Ungefähr ein Drittel der Befragten hält Deutschland für gefährlich überfremdet. Die dabei erkennbare Feindseligkeit richtet sich gegen ankommende Flüchtlinge, Geflüchtete, Asylsuchende, Sinti und Roma, insbesondere aber gegen Muslime und Musliminnen. So gab jede zweite Befragte an, sich vor allem angesichts der vielen Muslime und Musliminnen, Zitat, wie ein Fremder im eigenen Land zu fühlen. An den in diesen Befunden erkennbaren Einstellungen sowie an der ungehemmten fremdenfeindlichen Hetze im öffentlichen Raum und der erschreckenden Zunahme gewalttätiger Übergriffe gegen Flüchtlinge und ihre Unterkünfte sind vor allem drei Dinge aufschlussreich. Erstens, das Ausmaß der Gewaltbefürwortung, die sich als Notwehr geriert und von der eine logische Kette zu den fast alltäglich gewordenen Gewalttaten, Brandanschlägen und anderen Übergriffen auf die Heime und auf die Asylbewerberinnen reicht. 2016 waren es insgesamt 3.500, das heißt im Durchschnitt 10 pro Tag. Zweitens irritiert, dass fast zwei Drittel der Hetzerinnen und Hasspredigerinnen in Internetforen und sozialen Netzwerken sowie die Gewalttäterinnen selbst als sogenannte unbescholtene Bürger gelten. Das heißt, sie sind bisher nicht groß auffällig gewesen, einschlägig weder politisch noch polizeilich. Und drittens zeigen spätestens die einschlägigen Reaktionen auf die sexuellen Übergriffe in der Kölner Silvesternacht 2016, wie nah sich Rassismus und Sexismus sind, wie ähnlich sie funktionieren und wie sehr sie sich gegenseitig überlagern können. Das heißt, die Sehnsucht nach der Sicherung und Wiederherstellung einer in Gefahr geratenen kollektiven, völkischen Identität korrespondiert offensichtlich der Wunsch nach einer Reparierung der als beschädigt erlebten Männlichkeit und nach der Wiedereinsetzung des weißen, männlichen Subjekts in seine angestammte Rolle als vorherrschender Souverän. Das ist ein Thema, was ich morgen nochmal genauer aufgreifen werde. So klagte der Thüringer Landesvorsitzende der AfD, Björn Höcke, in einer Rede am 18. November 2015 auf einer jener AfD-Demonstrationen in Erfurt, das ist ein Heimspiel für ihn, auf denen er regelmäßig den deutsch-völkischen Zusammenhalt gegen den muslimischen Weltuntergang beschwört. Deutschland und Europa, Zitat, hätten ihre Männlichkeit verloren. Diese Männlichkeit müsse wiederentdeckt werden, denn nur dann, so fährt er fort, nur dann werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft und wir müssen wehrhaft werden. Spätestens seit den Ereignissen in Köln wissen wir auch, warum die deutschen Männer wieder wehrhaft werden müssen. Nicht nur wegen des notwendigen Widerstands gegen eine volksfeindliche Asylpolitik und gegen die anflutenden Ströme einer Flüchtlingsinvasion, nein. Wehrhaftigkeit ist vor allem auch direkt zum Schutz deutscher Frauen und Mädchen vor den jungen, männlichen, als sexuell potent wahrgenommenen und dazu noch muslimischen Nordafrikanern notwendig. Die ehemalige AfD- und Pegida-Aktivistin Tatjana Festerling, da oben auf dem Bild, mit einer privaten Demo vor dem Parlament, vor dem Sitz des ungarischen Präsidenten, ein Dankestransparent, was sie vorgehalten hat. Ne? Also Deutschland dankt Viktor Orban. Tatjana Festerling wurde hier noch deutlicher und nannte Köln einen Sex-Dschihad, einen flächendeckenden Terroranschlag auf blonde, deutsche, weiße Frauen durch, Zitat, afro-arabische Sexterroristen. Das klingt so ein bisschen wie deutsche Sextouristen. Also. Außerdem seien zu Silvester in Köln besonders die deutschen Männer gedemütigt worden, weil sie ihre Frauen nicht beschützen und ihnen nicht helfen konnten. Das ist sicherlich die Spitze des Eisbergs, dieser angedeuteten Verbindung von Rassismus und Sexismus im Kern von Fremdenfeindlichkeit. Aber seine Verwurzelung in der bürgerlichen Mitte zeigt sich unter anderem auch an den einschlägigen Entgleisungen der Massenmedien in ihrer Reaktion auf Köln. Hier zwei Beispiele, die Süddeutsche und Fokus. Titelbilder. Deutlich wird hier vor allem, dass das kulturell verankerte und nun wieder gern und häufig bemühte Narrativ, was ein projektives Narrativ ist, schwarzer Mann vergewaltigt weiße deutsche Frau, rassistisch und sexistisch zugleich ist. In ihm kommen das alte koloniale Phantasma des sexuell potenten Schwarzen und seine Indienstnahme im Kampf der Kulturen zum Ausdruck. Vor diesem Hintergrund und angesichts des unverminderten Aufkommens sexueller Gewalterfahrungen im deutschen Alltag
ist die Empörung aufrechter Deutscher, die plötzlich ihr Herz für Frauenrechte und ihr Schutzbedürfnis gegenüber jenen deutschen Frauen entdecken, die angeblich zum Opfer triebgesteuerter junger Muslime aus der rückständigen, weniger zivilisierten Fremde zu werden drohen, heuchlerisch. Diese offenkundige Projektion lenkt beim Einzelnen und in einer nach wie vor männlich dominierten Gesellschaft auf wundersame Weise von einer notwendigen Auseinandersetzung mit dem eigenen und seinen strukturellen Defiziten im Umgang mit Frauen und Weiblichkeit ab und macht die Frauen in Köln im Grunde zum zweiten Mal zum Opfer. Auch das werde ich morgen ein bisschen genauer vertiefen. Was aber ist vor diesem Hintergrund eigentlich? Fremdenfeindlichkeit, wie entsteht, wie funktioniert sie? Und warum sind große Teile der Bevölkerung offenbar immer wieder anfällig dafür? In einer ersten Annäherung an das Phänomen Fremdenfeindlichkeit fallen zunächst folgende Merkmale ins Auge, die die fremdenfeindliche Rede und den Kern der in ihr zum Ausdruck kommenden Wahrnehmungs- und Einstellungsmuster bestimmen. Erstens eine Neigung zu Pauschalisierungen, wobei die Bezeichnungen Flüchtlinge, Fremde, Asylbewerber, Bewerberinnen, Araber, Araberinnen weitgehend synonym und als bloße Varianten der generalisierenden Oberkategorie Muslime verwendet werden. Zweitens die Ethnisierung oder die Kulturalisierung des vermeintlichen und zur eigenen Kultur nicht nur als different, sondern als grundlegend unvereinbar empfundenen Fremden. Damit geht die Rückführung der eigenen Angst vor Fremden auf scheinbar feststehende kulturelle Zuschreibungsmerkmale einher und damit verbunden die Neigung zu einer essentialisierenden Konstruktion eines angeblich unveränderbaren Wesenskerns der eigenen und der fremden Kultur. Und damit ist drittens die Neigung zu einer Aufwertung der Eigengruppe und Abwertung der anderen, der Fremdengruppe verbunden, die insbesondere in Zeiten politischer Umbrüche, sozialer Erosionen und persönlicher Krisen in manichäistische, also am starren Gegensatz von Gut und Böse orientierten Welterklärungsmuster einmünden kann. Viertens, eine zunehmende Militarisierung des Denkens und der Sprache, die schließlich in der phantasmatischen Inszenierung einer gigantischen Bedrohung einmündet, eine Bedrohung, die jedes Gegenmittel als vermeintliche Notwehr erlaubt. Hier ist erkennbar, welche großen Affekte im Spiel sind. Und zu den wichtigsten Kennzeichen von Fremdenfeindlichkeit gehört schließlich fünftens ein immer wieder beschworener positiver Nationenbezug, in dem sich die Sehnsucht nach einer sicheren, einer homogenen und einer heilen kollektiven, bei uns einer deutschen Identität zum Ausdruck bringt. Wie aber hängen nun Überfremdungsangst, also die immer wieder geäußerte Angst, bald fremd, bald Ausländer im eigenen Land zu sein, und die genannte Identitätssehnsucht zusammen? Und wie mündet diese Verbindung immer wieder in aggressive Fremdenfeindlichkeit ein? Damit nähern wir uns dem Zentrum einer sozialpsychologischen Analyse der Fremdenfeindlichkeit, dem Umgang mit dem eigenen und dem Fremden und den diesen Umgang bestimmenden gruppenstabilisierenden Mechanismus von Inklusion, also Einschließung, Zugehörigkeit, wer gehört dazu, und Exklusion, Ausschließung, Abwehr und Ausgrenzung. Fremdenfeindliche Gruppierungen in Strömungen und Strömungen in Politik und Gesellschaft definieren sich identitätspolitisch ähnlich wie das verheißungsvolle Phantasma der Volksgemeinschaft im Nationalsozialismus, vor allem negativ. Sie bestimmen sich in erster Linie durch das, was nicht als zugehörig wahrgenommen und bewertet und folglich ausgegrenzt, mit Hass belegt und verfolgt wird. Was euch definiert, so der Journalist Sebastian Gierke in der Süddeutschen Zeitung, ist einzig das, was ihr ablehnt. Eure Identität ist national. Und weil man diese Identität nicht spürt, wenn sie nicht in Gefahr ist, lasst ihr sie ständig, künstlich in Gefahr geraten. Ihr nennt euch Asylkritiker, doch ihr seid Fremdenfeinde. Warum ist dieser Hinweis auf den identitätsstiftenden Mechanismus von Inklusion und Exklusion für eine Analyse der Fremdenfeindlichkeit so wichtig? Das vorrangige Ziel von Vorurteilen und Feindseligkeiten gegenüber Fremden ist die Entlastung, die Sicherung und die Reinigung des Selbst bzw. der eigenen Bezugsgruppe oder Gemeinschaft. Auch bei der ersehnten kollektiven Identität geht es folglich um die Herstellung von Homogenität, Sicherheit und Reinheit durch die Identifizierung
und in letzter Konsequenz die Beseitigung des als störend und bedrohlich empfundenen eben des Differenten und daher grundsätzlich als weniger wert erachteten. In diesem Zusammenhang wird in Deutschland immer wieder und nach der sogenannten Deutschen Vereinigung 1990 verstärkt eine nationale Identität beschworen, sei es auf völkisch-rassistischer Grundlage, sei es auf grundlegende Unterschiede im angeblichen Wesen der eigenen und der fremden Kultur bezogen. Das Fremde wird damit zum Träger gefährlicher Bedrohungen dieser eigenen kollektiven Identität. Das aber bedeutet, dass Fremdheit kein objektiver Tatbestand ist, sondern eine die vermeintliche eigene Identität herausfordernde Erfahrung. Damit gelangen wir unweigerlich zu der Erkenntnis, dass Identitätssehnsucht und Fremdenfeindlichkeit untrennbar miteinander verbunden sind. Identitäten, die Eindeutigkeit und Kohärenz versprechen, werden grundsätzlich durch Abgrenzung und Ausgrenzung des vermeintlich Andersartigen allererst hergestellt. Das lässt sich an einem Beispiel verdeutlichen, das als Erbe der europäischen Kolonialgeschichte eine der wichtigsten historischen Quellen der aktuellen Musliminnenfeindschaft im Westen darstellt. Der eurozentristische Blick auf das Konstrukt Orient mit seiner selbststabilisierenden, das heißt auf die klassifizierende Abgrenzung und Distanzierung der Gruppe, der man sich zugehörig fühlt, gegenüber anderen Gruppen gerichteten Funktionen. In seiner Studie Orientalism, also auf Deutsch dann Orientalismus, ist der Begriff des Anderen für Edward Said, einen aus Palästina stammenden US-amerikanischen Literaturwissenschaftler, eine eurozentristische Beschreibungskategorie des Orientalischen, das als das irrationale Andere dem rationalen Selbst europäischer Identität gegenübergestellt wird und immer wurde. Durch den Prozess des Othering, durch den dem anderen vor der Folie des weißen, männlichen, heterosexuellen Subjekts jede Identität abgesprochen wird, wird, so Seitz Analyse und Kritik, wird die europäische Identität allererst erzeugt und bestätigt. Dieser Prozess des Othering ist aber vor allem gegen den vermeintlichen Kern des negativ als bedrohlich wahrgenommenen, manchmal auch als positiv faszinierend verklärten Orients gerichtet, gegen den Islam. Für Said hat der Islam immer schon eine echte Provokation für den Westen dargestellt. Er lag, geografisch wie kulturell gesehen, dem Christentum unbequem nahe, machte schöpferische Anleihen bei diesem, griff ebenfalls auf die jüdisch-hellenistischen Traditionen zurück und konnte sich obendrein noch beispielloser militärischer und politischer Erfolge rühmen. Zitat Ende. In der überlieferten Abwehr des Islam drückt sich ein Überlegenheitsgefühl gegenüber dem Orient aus, das Bestandteil auch der modernen politischen und intellektuellen Kultur unserer Gegenwart geblieben ist. Reste dieses unabgegoltenen kolonialistischen Erbes erfahren wir aktuell wieder bzw. immer noch in der gängigen Wahrnehmung des fremden und bedrohlichen Islam. Im Umgang mit dem Islam, den es ja gar nicht gibt, wird die gefährliche Bedeutung emphatischer, unkritisch geführter Identitätsdiskurse evident. Der Identitätsbegriff suggeriert nämlich das Vorhandensein klarer Differenzen, eine Einheit mit sich selbst bzw. mit der eigenen Gruppe, eine innere Homogenität und Widerspruchsfreiheit auf Kosten von Abwertung und Verfolgung. Identität konstituiert sich somit und erfährt ihre Rechtfertigung erst durch die Abgrenzung zum konstruierten und pauschal markierten Anderen. Diese Abgrenzung geht grundsätzlich mit einer mehr oder weniger stark ausgeprägten Abwertung des Differenten einher, das zunehmend als feindselig und fremd und damit eben, wie ich schon angedeutet habe, als automatisch als bedrohlich wahrgenommen und so empfunden wird. Bedrohlich sind die Fremden insbesondere deshalb, weil sie durch projektive Zuweisungen zu Repräsentanten und Repräsentantinnen von Vermischung, Unreinheit, Gift und Schmutz gemacht werden. Der Psychoanalytiker Bohleber schreibt, Reinheit, Harmonie und Identität sind hier zusammengedacht. Begleitet von einer fast paranoiden Angst, dass Fremdes bedrohlich und wuchernd einfallen könnte, um das Reine zu zerstören.
Falls Fremdenfeinde und Feinde ernsthaft vor etwas Angst haben, dann ist es vor allem eine solche, mit diesem projektiven Konstruktionsprozess einhergehende Furcht vor Kontaminierung, also vor Vergiftung. So macht etwa die Parole "Der Dreck muss weg" den besorgte Bürger im sächsischen Freital im Frühjahr 2015 im Kampf gegen ein Asylbewerberheim lauthals skandierten Flüchtlinge zu bloßen Träger und Trägerinnen von Unreinheit und letztlich zu einem Müllproblem, das in gemeinsamer Anstrengung des Volkes beseitigt werden muss. Und der historische Hinweis eben, wir kennen das aus den Mechanismen der Dehumanisierung in der Propaganda des Antisemitismus, insbesondere im Nationalsozialismus. Also die Dehumanisierung. Das heißt, wenn man das auf eine Formel zusammenfassen möchte, Identität, um auf den Begriff der Identität noch einmal zurückzukommen, Identität muss wie das Blut, muss und muss wie die Kultur rein sein, sonst hat sie keinen Wert. Das Konstrukt Identität ist ein Kurzschluss somit. Es täuscht Einheit und trügerische Sicherheit durch Reinigung nach innen und klare Grenzziehungen nach außen vor. Das beschwörende Festhalten am Begriff einer positiven kollektiven Identität und insbesondere seine, wie gesagt, essentialisierende Rückführung auf einen persönlichen, alle Mitglieder der eigenen Gemeinschaft verbindenden Identitätskern führen zwangsläufig in die fatale Spirale von Inklusion und Exklusion. In diesem Sinne ist der Begriff kollektive Identität selbst grundsätzlich inhaltsleer. Aber gerade deshalb kann sein eigentlicher Bedeutungskern, nämlich die Abgrenzung vom konstruierten Nicht-Identischen, nicht, das ist eine These von Adorno, der gesagt hat, das einzig Identische am Begriff der Identität ist das Nicht-Identische. Und damit zu fremden Identitäten können affektiv derart aufgeladen und gegebenenfalls unter Rückgriff auf Religion, Kultur oder Rasse als Waffe gegen die Ausgegrenzten in Anschlag gebracht werden. Insofern, so lässt sich hier resümieren, wohnt kollektiver Identität grundsätzlich die Tendenz zum Fundamentalismus und zur Gewalt inne. Wie wirken nun die hier angedeuteten identitätsversprechenden Mechanismen von Inklusion, Exklusion und so weiter zusammen? Und warum münden sie zwangsläufig, fast zwangsläufig immer wieder in Hass und zerstörungsbereite Gewalt ein? An dieser Stelle lässt sich die oben angedeutete Bemerkung über eine zunehmende Militarisierung des Denkens und der Sprache von fremden Feinden und Feindinnen, die ihren gewaltbereiten Widerstand gegen die fremde Bedrohung als legitimes Notwehrhandeln ausgeben, wieder aufgreifen und vertiefen. Und der zweite Punkt, was ich den Krieg im Kopf genannt habe, völkische Paranoia und Fremdenhass. In diesen zufällig und stichprobenartig aus dem Internet herausgezogenen Parolen der Fremdenfeindlichkeit fällt sprachlich vor allem die kriegerische, auf Abwehrkampf und Widerstandspflicht, Notwehr, zielende Metaphorik auf. Im Kopf der Fremdenfeinde und Feindin herrscht offenkundig Krieg, so etwas wie ein Kriegszustand, eine Art permanenter Kriegszustand. Aber worauf weist diese abwehrbereite kriegerische Rhetorik hin? Welches Potenzial kommt hier zum Ausdruck? Der Hass auf Fremde bei gleichzeitiger Selbstdefinition durch die Zugehörigkeit zu einer überlegenen Rasse, Gruppe oder Nation hat in seiner Primitivität einen wahnhaften Charakter. Dahinter stehen diffuse Ängste und Wahrnehmungsverzerrungen, die bis zum Realitätsverlust reichen können. Das ist eigentlich der Kern von dem, was da jetzt dieses Post faktisch in der Endes ist, eine völlig verharmlose Umschreibung dessen, was da wirklich passiert, psychodynamisch. Folgende Elemente dieser Haltung lassen deutliche Kennzeichen einer Paranoia erkennen. Es werden Bedrohungsszenarien fantasiert, Ängste werden durch die Konstruktion eines gigantischen Verfolgers gebannt, es kommt zu wahnhaften, weitgehend unkorrigierbaren Verzerrungen der Realitätswahrnehmung sowie zur Ausbildung von kollektiven Allmachts- und Größenfantasien. Auch das können wir historisch sozusagen vor allem auch am Antisemitismus und im Nationalsozialismus genauer untersuchen. Das schließt die Möglichkeit, ja die zwingende Notwendigkeit dann der Abwehr drohender Gefahren ein, woraus zwangsläufig folgt, reale oder angebliche Bedrohungen, die mit narzisstischen Kränkungen, also Verletzungen des Selbstwertgefühls, persönlichen Ängsten vor Deklassierung oder vor Ausschluss einhergehen, das heißt Erfahrungen, die eine vermeintliche Notwehrsituation ergeben, lassen Gegenmaßnahmen zur Sicherung
der eigenen Integrität legitim, ja zwingend erscheinen. Dabei wird versucht, der befürchteten Zerstörung der eigenen Identität durch die Verfolgung und notfalls die Vernichtung des als Quelle der Bedrohung konstruierten äußeren Feindes zuvorzukommen. Das geschieht umso leichter, je mehr man sich einer Gruppe Gleichgesinnter oder in der völkischen Variante einer großen, als in sich geschlossen gedachten Volksgemeinschaft verbunden fühlt, die genauso verzerrt die Wirklichkeit wahrnimmt, die ähnlich empfindet und die mit klaren Feindbildern die gleiche Richtung der Empörung teilt. Hetzende Demagogen, Demagoginnen und dem paranoid getönten Notwehrdenken unterliegende Gewalttäter bewegen sich gewissermaßen permanent im Feindesland. Und der Krieg in ihren Köpfen scheint eine nur schwer korrigierbare Existenzform zu sein. Aber warum sind halbwegs normale und einigermaßen vernunftbegabte Menschen, man soll den Glauben nie und die Hoffnung aufgeben, immer wieder anfällig für ein Denken und eine Affektentwicklung, die in solchen Bahnen laufen? Wie wird diese entgegenkommende Bereitschaft erzeugt? Und worauf greifen derartige politische Mobilisierungen zurück? Wo liegen, wenn wir zunächst am Subjekt ansetzen, die bedeutsamen lebensgeschichtlichen Quellen, auf die insbesondere in Krisenzeiten zurückgegriffen werden kann? Für den hier behandelten Zusammenhang ist insbesondere eine dieser Quellen von Bedeutung, weil mit ihr, ohne natürlich deterministisch verkürzen zu wollen, der paranoide und gewaltbereite Charakter der aggressiven Fremdenfeindlichkeit und seine subjektiven Antriebskräfte am deutlichsten zu erkennen sind. Es geht um frühe Spaltungsvorgänge und ihre besondere Bedeutung für die Konstitution gesellschaftlicher Subjektivität. Bereits Sigmund Freud hat 1915 die große Bedeutung der mit diesen frühen Spaltungsvorgängen verbundenen, ganz frühen, lebensgeschichtlich frühen, archaischen, fast Abwehrmechanismen, die er nannte Introjektion und Projektion, dann nähern wir uns den Projektionsbegriff an, ihre Bedeutung für die normale Persönlichkeitsentwicklung erkannt und mit der Entwicklung der ersten Liebes- und Hassregung in Verbindung gebracht. Mit dem Ziel, dem sogenannten Lustprinzip, also dem Wunsch, Lust zu erreichen und Unlust zu vermeiden, uneingeschränkt Geltung zu verschaffen, werden vom frühen, noch unentfalteten Ich unangenehme und vor allem angstauslösende innere Reize und Empfindungen nach außen auf dafür geeignete Objekte projiziert, gleichzeitig als angenehm empfundene äußere Lustquellen verinnerlicht, also introjiziert. Alles Gute scheint damit von innen, alles Böse von außen zu kommen. Also alle unangenehmen Reize, das Kind kann ja nicht unterscheiden in der ersten Hälfte des ersten Lebensjahres, nicht in den ersten Lebensmonaten sozusagen, zwischen innen und außen. Hat noch kein Ich, kann noch nicht Ich und nicht Ich unterscheiden. Versucht aber Ruhe im Karton zu kriegen und diese anflutenden Reize, die von außen kommen, von innen kommen, wo es noch nicht unterscheiden kann, kommen die von außen oder innen, somit umzugehen, dass alle Unangenehmen behandelt werden, als würden sie von außen kommen. Na, alles Unangenehme kommt von außen und alles Angenehme kommt von innen. Das ist natürlich eine Illusion. Und das bleibt nicht lange aufrechterhalten. Das bedeutet für die Anfänge der Subjektbildung, so Freud noch einmal, die Außenwelt zerfällt ihm in einen Lustanteil, den es sich einverleibt hat und einen Rest, der ihm fremd ist. Aus dem eigenen Ich hat es einen Bestandteil, denn Ich gab es eigentlich noch gar nicht, ein Bestandteil ausgesondert, den es in die Außenwelt wirft und als feindlich empfindet. Also was von außen reingenommen wird, wird introjiziert und das, was rausgeschmissen wird, wird projiziert. Dieser zentrale Mechanismus beim Umgang mit den ersten Erfahrungen und Objekten, darin finden wir einen der wichtigsten persönlichen, individuellen Quellen des späteren projektiven Hasses gegen vermeintlich Fremde, die unbewusst als vermeintliche Quellen von Unlust und Frustration wahrgenommen werden und die mit einer unerbittlichen, im äußersten Notfall bis zur Vernichtungsbereitschaft steigerbaren Härte verfolgt werden können. Dieser frühe Hass wird zwar normalerweise einigermaßen human und sozialverträglich überwunden, aber psychologisch geht von diesem strukturell in den frühen archaischen Bezugnahmen auf die Person der Umgebung, die ja in der Psychoanalyse als Objekt genannt werden, darin eingelagerten Potenzial an Feindseligkeit im Falle der Wendung der zerstörerischen Triebäußerungen nach innen eine der größten Gefahren für das Leben der Subjekte selbst und nach außen gewandt für das Überleben der anderen, ja der gesamten Kultur aus. Einmal erzeugt und mobilisiert ist und bleibt dieser Hass insbesondere dann unerbittlich,
Wenn es ihnen gelingt, sich aus der zivilisierenden Umklammerung durch positive emotionale Bindungen zu befreien, dann greifen davon befallene Menschen auf die Abwehrmechanismen jenes primitiven Hassstadiums zurück, das durch Bindung gemildert, aber offenbar nur notdürftig überwunden wurde. In bestimmten Typen von psychischer Erkrankung, insbesondere bei Psychosen, Verfolgungskrankheiten, Verfolgungswahnkrankheiten und der Paranoia, finden wir diesen Mechanismus unter klinischer Perspektive wieder. Das heißt natürlich nicht, dass sich Fremdenfeindlichkeit daraus linear als unausweichliches Schicksal ableiten lässt. Aber jede Erscheinungsform von Fremdenfeindlichkeit, von der Muslimenfeindschaft bei AfD und Pegida über den Hass gewaltbereiter Rechtsextremistinnen bis hin zur kollektiven Liquidationsbereitschaft von Minderheiten in totalitären Herrschaftssystemen kann nur durch die Mobilisierung, die Kanalisierung und die Entfesselung dieses archaischen subjektiven Potenzials funktionieren. Bei der Ausnutzung dieses bei allen vorhandenen Potenzials geht es um die politische Steuerung der gesellschaftlich ausgelösten und durch Krisen verstärkten Verzerrungen dieses unbewusst sedimentierten Musters innerer und äußerer Wahrnehmungsbereitschaften. Erst wenn das erfolgreich gelingt, also die politische Mobilisierung, wird das Fremde zum Inbegriff des Bösen, Gemeinen und Hässlichen. Während der dafür verantwortliche Abwehrmechanismus der Projektion dem Ich des Einzelnen und dem Gruppen-Ich die Ambivalenz nimmt, es so quasi zu einem reinen Ich macht und die Grenzen als fest, als nicht verschiebbar, als natürlich erscheinen lässt. Wie aber funktioniert dieser Projektionsmechanismus? Noch einmal genauer. In einem Aufsatz über die Sozialpsychologie von Vorurteilen hat der politische Psychologe und einer meiner wichtigsten akademischen Lehrer in Hannover, Peter Brückner, schon 1966 die Projektion als einen Abwehrmechanismus beschrieben, mit dem Menschen, Zitat, Strebungen, Impulse, Wünsche, die der Einzelne nicht zur Selbstwahrnehmung zulässt, die er vor sich zu verbergen bestrebt ist, weil sie mehr oder weniger tief eingewurzelten Wertvorstellungen und Ich-Idealen, auch der Kultur selbstverständlich, widersprechen, der Gesellschaft, weil sie in Widerspruch stehen eben zu ethischen und sozialen Normen der Gesellschaft und der Gruppe, der wir zugehören, dass sie diese abspalten, verdrängen und unschädlich zu machen versuchen. Diese nicht gebilligten und nicht eingestandenen Regungen werden der bewussten Steuerung und Kontrolle entzogen und schließlich anderen Menschen zugeschrieben. Das bedeutet, noch einmal Brückner, andere Menschen werden zum Projektionsschirm für etwas, was zu uns selbst gehört. Einen solchen Projektionsschirm geben beispielsweise ethnische und rassische Minoritäten ab. Also das war Mitte der 60er Jahre, nicht? Da hat man von rassischen Minoritäten geredet. Individuell und kollektiv handelt es sich also um einen grundlegenden unbewussten Mechanismus im Umgang mit dem eigenen, das heißt Teile im Innern werden abgespalten und als fremd, Teile des im Innern abgespaltenen und als fremd und bedrohlich empfundenen eigenen werden unbewusst auf äußere Objekte, Personen oder Gruppen übertragen, ihnen gewissermaßen angeheftet oder gar in sich hineingepflanzt, unbewusst, um sie anschließend dort zu lokalisieren und nun verzerrt als reale äußere Gefahr zu erkennen oder wiederzuerkennen. Ein Projektionsvorgang ist dann erfolgreich abgeschlossen, wenn es dem Subjekt gelingt, die eigenen inneren Quellen dieses Vorgangs vollkommen zu verschleiern und dem, was nunmehr real geworden scheint, volle Aufmerksamkeit und vollen Glauben zu schenken. Das Ziel dieser projektiven Veräußerlichung eines ursprünglich inneren Vorgangs ist es, unliebsame Tendenzen so zu behandeln, als ob sie eine reale äußere Bedrohung darstellen, die man, wenn kein Entfliehen möglich ist, nun energisch bekämpfen kann. Die Ängste können dann auf diesem Wege abgewehrt und in den berechtigt erscheinenden Kampf gegen einen verschobenen, nun im Außen wiedergefundenen Gegner als vermeintlichen Verursacher des eigenen und des kollektiven Unheils transformiert werden. Dies ist der wirksame Weg einer Umwandlung von Angst in eine bis zum Hass reichende Feindseligkeit. Demgegenüber ist dieser Appell der Politiker und Politikerinnen, wir müssen die Ängste und Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen, lächerlich. Also nicht, was jetzt immer beschworen wird in der letzten Zeit. Also weil sie nicht wirklich angeben oder sich damit beschäftigen wollen, um welche Ängste es eigentlich in Wirklichkeit geht. Als wichtigste Folge dieses Vorgangs entstehen, so der Psychoanalytiker Otto Kernberg, Zitat,
gefährliche, vergeltungssüchtige Objekte, gegen die der Projizierende wiederum sich zur Wehr setzen muss. Nicht als die Notwehr wieder. Er muss das Objekt beherrschen und eher selber angreifen, bevor er, wie er fürchtet, vom Objekt überwältigt und zerstört wird. Der konstruierte äußere Verfolger wird durch diese projektive Verschiebung zum Träger der eigenen zerstörerischen Hassregungen, aber auch anderer verpönter und abgespaltener Selbstanteile, denen sich das Subjekt entfremdet hat und die es nun im Außen verfremdet, in der Gestalt des anrüchigen und gefährlichen Fremden mit Schrecken wiederfindet. Was aber ist vor diesem Hintergrund eigentlich das Fremde? Das ist jetzt der letzte Punkt. Wie verhält es sich zum eigenen und warum scheint es als Resultat einer psychischen und letztlich politischen Konstruktion fast zwangsläufig immer wieder Ablehnung und Feindseligkeit hervorzurufen? Damit zur letzten Frage, was das Fremde vor diesem Hintergrund eigentlich ist, wie es aus dem eigenen konstruiert wird und auf welchem Wege es feindselige Züge erhält. Fassen wir thesenförmig noch einmal zusammen und werfen dabei einen Blick zurück auf den Beginn der Ausführung. Erstens sollte deutlich geworden sein, dass die bis zum Hass reichende und potenziell in Gewalt einmündende Fremdenfeindlichkeit genuin, also ursprünglich, mit den ankommenden Geflüchteten selbst nichts zu tun hat. Die offensichtliche Irrationalität der aktuellen Erscheinungsform von Fremdenfeindlichkeit zeigt sich allein schon daran, dass es bei ihr, ähnlich wie bekanntermaßen auch beim Verhältnis des Antisemitismus zur konkreten Gestalt der Juden und Jüdinnen, dass es bei ihr nicht um die Geflüchteten, die Flüchtlinge, um die personalisierten Repräsentanten und Repräsentantinnen des Fremden geht. Daher ist es müßig und falsch, die Suche nach den Objekten und damit den Gründen der vermeintlichen Angst des Hasses und der feindseligen Gewaltfantasien an ihnen anzusetzen. Das bedeutet zweitens, Angst vor den Fremden entsteht gerade nicht in der Begegnung mit ihnen und das heißt, dass die immer wieder gestellte Frage, wie irgendein Fremder ein anderer ist, immer schon falsch gestellt ist. Für die Psychoanalyse ist das Phantasma des Fremden kein einfacher Abdruck äußerer Einwirkung im Inneren, eine Art Widerspiegelung, sondern ein weitgehend unbewusstes Konstrukt auf der Ebene der psychischen Realität. Fremdheit ist somit keine feststehende Eigenschaft von Personen und Gruppen, sondern weist immer auf die Subjektivität des Erlebens und der eigenen Wahrnehmung hin. Reale Fremde eignen sich nur deswegen als verschobene Objekte der Angst, des Abscheus und des gewaltbereiten Hasses, weil sie zu diesem Zweck gesucht, gefunden und durch stereotype Wahrnehmungsmuster passen, eben fremd gemacht werden. Das aber bedeutet, wie wir schon gesehen haben, das Fremde an sich gibt es gar nicht. Es ist ein Konstrukt, das wesentlich den eigenen unbewussten Fantasien und dem eigenen Affekthaushalt entspringt, aber einmal in die Welt gesetzt, die Wahrnehmungs- und Einstellungsmuster maßgeblich bestimmt. Das Fremde ist gewissermaßen eine Erfindung, ein Phantasma, dessen Ursprung und Quelle, sei es beim Individuum, sei es beim Kollektiv, im eigenen liegt. Und das bedeutet auch, dass sich die Feindseligkeit, die das Fremde immer wieder auf sich zu ziehen scheint, der Hass auf das Differente, auf das Unterschiedene, auf das als nicht zugehörig wahrgenommene und empfundene, das grundsätzlich vom eigenen unterschieden und deshalb verfolgt wird, dass das eigentlich und ursprünglich sich gegen das eigene Selbst richtet. Aber das im Bild vom Fremden verdichtete Potenzial wird man nicht los, denn, so noch einmal in den Worten von Freud, Zitat, das Schlechte, das dem Ich Fremde, das Außenbefindliche, ist ihm zunächst identisch. Und daraus folgt schließlich, dass der Fremde ist nicht ursprünglich das der andere, ein wahrgenommenes und unbekanntes Gegenüber, denn der Ursprung des Fremden ist vielmehr noch einmal das eigene. Wenn wir Freuds Ausführungen folgen, handelt es sich beim Fremden um ein projektives Konstrukt, das wie alle Projektionen ursprünglich etwas Eigenes gewesen sein muss und dem Ziel dient, dem Ich die Ambivalenz zu nehmen und es gleichsam zu einem reinen Ich zu machen, wie wir gesehen haben. Die Quelle und damit der Antrieb dieser Projektion liegen aber weiterhin im eigenen Inneren, in der Uneinheitlichkeit des eigenen Unbewussten und dessen strukturellem Gegensatz zur gesellschaftlichen Wirklichkeit. Das heißt aber auch,
Jeder Kampf von fremden Feinden und Feindinnen um Homogenität, Reinheit und Kohärenz ist letztendlich vergeblich. Damit komme ich zu meinen abschließenden Bemerkungen. Die französische Psychoanalytikerin Julia Kristeva hat diesen Grundgedanken einer imaginären, auf das eigene Innere verweisenden Gestalt des projektiv konstruierten Fremden aufgegriffen und mit ihrer Hauptthese das andere, das ist, Zitat, mein eigenes Unbewusstes oder mein unbewusstes eigenes, prägnant zugespitzt. Sie meint damit, Zitat, auf befremdliche Weise ist der Fremde in uns selbst. Er ist die verborgene Seite unserer Identität, also benutzt den Identitätsausdruck. Wenn aber ihre These stimmt, Zitat, das Fremde ist in mir, also sind wir alle Fremde. Und wenn am Ursprung der Projektion die Entfremdung vom eigenen Unbewussten liegt, unter gesellschaftlichem Druck, dann ist Kristevas Schlussfolgerung, Zitat, wenn wir den Fremden fliehen oder bekämpfen, kämpfen wir gegen unser Unbewusstes. Dieses Uneigene, unseres nicht möglichen Eigenen, logisch und zwingend. Nehmen wir diese Thesen und die daraus gezogenen Schlüsse ernst, dann haben sie erhebliche Konsequenzen, nicht nur für eine vertiefte und genauere Analyse der persistierenden und in Krisenzeiten inflationär wuchernden Fremdenfeindlichkeit, der mit ihr immer wieder einhergehenden Verstärkung identitätspolitischer Diskurse und der von diesen zwangsläufig erzeugten illusionären, trügerischen und gefährlichen Sackgassen von Verblendung, Hass und Gewalt. Vor allem bieten sie wichtige Anhaltspunkte auch für den Entwurf alternativer Umgangsweisen mit fremden Geflüchteten und für die Entwicklung wirksamer Gegenstrategien im Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Wenn das im Äußeren gesuchte und gefundene Fremde ursprünglich das entfremdete und nun projizierte Eigen ist, folgt daraus, dass wir alle Fremde sind und uns als solche begreifen müssen. Das Fremde entsteht, so noch einmal Kristeva, das Fremde entsteht, wenn in mir das Bewusstsein meiner Differenz auftaucht, das Differente ausgeschieden und negativ zum Feindbild verdichtet wird und er hört auf zu bestehen, wenn wir uns alle als Fremde erkennen. Damit ist nicht Xenophilie, also Gegenteil nicht von Xenophobie angeblich, die bedingungslose Liebe, Xenophilie, die bedingungslose Liebe zum Gut, immer als gut angenommenen Fremden gemeint. Das ist keine Lösung, sondern hält die Fixierung an die bewährten Unterscheidungen und damit die duale und tendenziell manichäistische, also noch einmal gut und böse, Struktur bei. Nur ähnlich wie der Philosemitismus nur die andere Seite des Antisemitismus darstellt, mit umgekehrten Vorzeichen. Selbst ein um Empathie bemühtes Fremdverstehen in guter Absicht basiert auf den gängigen dualen Gegensätzen, auf der Differenzkonstruktion zwischen Selbst und Anderem. In Anlehnung an Kristeva sind dagegen Differenzen überhaupt eher within und nicht und weniger between, also innerhalb und nicht dazwischen zu denken. Und das macht es vor allem notwendig, eigene Ambivalenzen auszuhalten und sich mit der Unabgeschlossenheit, Unvollständigkeit und schließlich der Gespaltenheit des Subjekts auseinanderzusetzen und auch abzufinden. Fremdenfeindlichkeit stellt dagegen den Endpunkt einer Flucht vor dieser notwendigen Auseinandersetzung dar. Kristeva fordert hier ein Eingeständnis und das Akzeptieren der Nicht-Integrierbarkeit des Fremden und plädiert für ein Auskommen mit ihm jenseits traditioneller Strategien wie Nivellierung, Ausgrenzung, Auslöschung, Überhöhung oder Erniedrigung. Die Fremdheit in uns selbst aufzuspüren, Zitat, ist vielleicht die einzige Art, sie draußen nicht zu verfolgen. Und wenn, so fährt sie fort, wir unsere Fremdheit erkennen, werden wir draußen weder unter ihr leiden, noch sie genießen. Und schließlich stellt sich für sie, um einen weniger fatalen Umgang mit dem Fremden zu erreichen, auch die Frage nach Integration neu. Nicht mehr nach Aufnahme des Fremden in ein System, das ihn auslöscht, sondern nach Zusammenleben dieser Fremden, von denen wir erkennen, dass wir alle sind. Das aber erfordert vor allem einen anderen, vielleicht auch gelasseneren Umgang mit der eigenen Heterogenität und eine Reflexion über Vorurteile und Projektionsbereitschaft mit dem Ziel, das andere im eigenen sichtbar zu machen. Dabei geht es nicht um eine bloße Umkehr des Projektionsvorgangs, also darum, das konstruierte Fremde wieder in eigenes umzuwandeln,
um es damit unschädlich zu machen. Und die Konfrontation mit der eigenen Unabgeschlossenheit, Gespaltenheit und Heterogenität bedeutet auch nicht bloße Versöhnung, sondern es geht, so abschließend noch einmal Kristeva, um eine, Zitat, Ethik des Respekts für das Unversöhnbare. Ein Verstehen des Fremden ist somit nur unter der Voraussetzung eines reflektierten Selbstverstehens möglich. Dies ist eine gänzlich andere Perspektive als die der illusionären Identitätspolitik in ihren verschiedenen Varianten, weil es eben weniger um unerreichbare Gleichheit, Einheit, Kontinuität, Gesundheit und Homogenität als um die Anerkennung von Ungleichheit, um Gesundheit natürlich auch, Heterogenität und Kontingenz und damit um das Aushalten von Ambivalenzen geht. Die Konfrontation mit der eigenen Unabgeschlossenheit, Gespaltenheit und Heterogenität heißt aber auch nicht bloße Versöhnung, das habe ich eben angedeutet, was die Forderung nach fundamentaler Selbstreflexion aus einer rein subjektzentrierten Perspektive nahezulegen scheint. In diesem Zusammenhang sei ja abschließend an die Überlegung Peter Brückners in diesem Aufsatz, auf den ich schon hingewiesen habe, zur wirksamen Bekämpfung von Vorurteilen erinnert, in der die Notwendigkeit einer gesellschaftlichen und politischen Öffnung dieser Grundforderung nach einem selbstreflexiven Erkennen und Aushalten des differenten, heterogenen eigenen Fremden und des fremden anderen aufgezeigt wird. Gegen die trügerischen Gewissheiten, die Vorurteile verschaffen, müssen wir lernen, so Brückner, Unsicherheiten zu ertragen, und gegen die Versuchung einer scheinbar befriedigenden Ordnung der unüberschaubar gewordenen Welt durch Vorurteile und Projektionen, Zitat, müssen wir es hinnehmen, dass es kaum absolut gültige Antworten auf viele wichtige Fragen gibt und lernen, mit dieser Relativierungsbereitschaft zu leben. Und das mündet für Brückner in das Plädoyer für eine handlungsrelevante Gegenstrategie gegen den Zwang zur Vorurteilsbildung ein, die für den Umgang mit Fremdenfeindlichkeit gleichermaßen gilt. Zitat, wenn Vorurteile ihre affektive Besetzung, ihre gefährliche Aufladung aus der Unterdrückung und Frustrierung des eigenen beziehen, müssen wir eben eine Kultur schaffen, in der der Einzelne mehr Befriedigung und Freiheit findet. Und das bedeutet für ihn schließlich die Einsicht, Zitat, dass nur der die Quelle erreichen kann, der es wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Erst eine Kombination der beiden hier angedeuteten Einstellungsänderungen und Handlungsstrategien, also Selbstreflexion mit dem Ziel der Anerkennung der eigenen Fremdheit, Andersheit und die tätige Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen, die das Subjekt zu übermäßiger Unterdrückung zwingen, Entfremdungsprozesse und damit die Entstehung von Fremdenfeindlichkeit fördern, erst diese Kombination ist die Voraussetzung dafür, den Fremden und damit vor allem die Geflüchteten, so noch einmal Kristeva, weder, Zitat, als das romantische Opfer unserer heimischen Bequemlichkeit, noch als Eindringling, der für alle Übel des Gemeinwesens die Verantwortung trägt, zu sehen, sondern ihm auf Augenhöhe in wechselseitiger Anerkennung zu begegnen. Abschottung und eine daran orientierte politische Haltung mit ihrer unweigerlichen Förderung von maligner, also bösartiger Feindseligkeit, ist jedenfalls keine Lösung der Geißel Fremdenfeindlichkeit, sondern bleibt elementarer Teil des Problems. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Darauf irgendwie übertragen, wenn so eine
müssten Sie das irgendwie festmachen, also was für Ideologien Sie meinen. Also dieser Mechanismus, also nicht alles, was wir als, nicht alles, was uns fremd erscheint, oder was also Sie meinen jetzt zum Beispiel bestimmte Ideologien, die uns völlig, also auch unverständlich erscheinen, also fremd im Sinne von unverständlich oder so erscheinen. Nicht alles ist eine Projektion. Ja, also das heißt jetzt nicht automatisch alles, wenn wir jetzt irgendwo ein Gefühl haben, das ist uns aber fremd, oder die Situation, die Ideologie, die Person ist fremd, das muss nicht unbedingt alles immer gleich eine Projektion sein. Und man kann es versuchen rauszukriegen, also indem man sich anguckt, die Inhalte genau, nicht dieser Ideologie guckt, hänge ich dem eigentlich selber ein bisschen daher oder kann ich das ein bisschen auf mich zurückführen oder stimme ich dem in gewisser Weise vielleicht sogar zu und ist deswegen meine Ablehnung besonders groß. Also verdächtig muss uns immer erscheinen, wenn wir einen heftigen Affekt haben. Wo kommt dieser ganz, ganz starke Affekt her? Also dass wir aggressiv und wütend sein können über fremdenfeindliche oder rassistische Ideologien beispielsweise, finde ich vollkommen normal, da braucht man keine große Psychologie jetzt zu erklären. Also das muss nicht unbedingt... gleichwohl kann es einen aber auch dieser Gedankengang, dieser Mechanismus dazu bringen, dass man darüber nachdenkt, wir sind nicht so weit weg davon. Also wir sind nicht eine andere Gattung Mensch, die völlig unanfechtbar ist oder nicht ungefährdet ist. Deswegen habe ich gesagt, habe ich die Betonung darauf gelegt, dass es eigentlich zur Grundausstattung von normaler Subjektkonstitution eigentlich gehört, dass wir alle diesen Mechanismus entwickeln können. Und es gibt auch auf der sogenannten Linken gibt es ja diesen Mechanismus genauso, also mit ganz klaren Feindbildern, nicht aggressiven Formen von Feindbildern und bis Gewaltförmigkeitsfantasien dabei. Aber ich weiß nicht genau, ob Sie das ist, was Sie ja, meinen. Ja, doch, eigentlich ist es ja, worauf ich hinaus möchte, weil ich mich schon immer wieder frage, wo liegen eigentlich die Unterschiede zwischen denen, die meinen, solche Mechanismen zu erkennen und mal nachzudenken. Denen ja. Würde, dass nicht ja. Also der ein psychologisch gesehen ist das wichtigste Kriterium, ob es sich um diese Art von Maligen, also von bösartiger Fremdenfeindlichkeit handelt, ob die Stereotype, die Vorurteile, die Bilder korrigierbar sind oder nicht. Das ist das Allerwichtigste. Und da haben wir ja im Moment gerade nicht diese ganze Diskussion, weil diese sogenannte postfaktische, also die Affekte haben noch auch eine Wirklichkeit, sagt der AfD-Vorsitzende in Berlin nach der Senatswahl. Das muss man noch ernst nehmen, die Affekte der Bevölkerung, also das Gefühl. Gefühle haben noch auch eine Realität. Natürlich, bei jedem Psychotiker haben Gefühle eine ganz wichtige Realität. Und zwar eine wahnhafte Realität. Also die werden sozusagen eingebunden, nicht in einen Wahn. Wenn diese Wahrheit... die Affekte versprechen, also nicht mehr korrigierbar sind durch die Wahrnehmung der Fakten. Also wenn Faktizität, deswegen ist das so zwar ein redlicher Versuch, aber irgendwie auch so sinnlos, diese Faktenchecks, die es jetzt immer ergibt. Ich meine, außer dass es die Washington Post 75 neue Redakteursposten und Redakteurinnen verschafft hat, weil die sozusagen nichts anderes machen, als Trump-Reden zu untersuchen und jeden Tag bringen sie neue Faktenchecks raus. Das entwickelt aber kein politisches Bewusstsein. Das bringt die Leute nicht weg von ihren... Weil die glauben, dass das, was sie sehen, was sie glauben, auch sehen. Und das ist etwas, wenn sich das eingesetzt... Also es gibt, ich mache das immer gerne am Beispiel fest von einer Frau, die einer Pegida-Demonstrantin, die interviewt worden ist vor anderthalb Jahren von Panorama. Die gibt es, glaube ich, auf Panorama auch noch das ganze Material. Panorama-Sendung. Und... die hat der Reporterin gegenüber, die sie gefragt hat, warum sie bei Pegida mitläuft, von der Überfremdung und nicht drohenden Überfremdung des Abendlandes, Islamisierung des Abendlandes, fantasiert und hat sich so reingesteigert. Nicht, man kann nicht mehr auf die Straße gehen und immer, wenn man in den Bus geht, wird man angeguckt, das war noch vor Köln, nicht? Also wird man angeguckt und wird man angequatscht und die Tochter kann nicht allein zur Schule gehen, man muss sie immer hinbringen und so weiter. Überall wimmeln die, sind die und belästigen sie. Persönlich. Und dann hat die Reporterin gesagt, ja, aber das ist in Dresden gewesen, in Sachsen gibt es nur 1,7% glaube ich Ausländer, Ausländerinnen überhaupt und in Dresden davon nur 0,7% Muslime. So viel kann es gar nicht, also das ist immer der gleiche, der ihnen da immer erscheint. Also und dann hat die einen ganz markanten Satz gesagt, der genau das wiedergibt, was ich jetzt meine. Die hat gesagt, ich sehe das aber anders. Ich sehe das aber anders. Und sie sieht das, was sie glaubt, zu sehen. Und was so nicht ihr mitgeteilt wird, gegeben. Und wenn sich das nicht mehr korrigieren lässt, also kann man bei sich, aber eben auch bei anderen, das ist die Idee,
Theodor W. Adorno nennt ja diese Art von Projektion pathische Projektion, also nicht pathologisch. Also er meint nicht, dass sie alle irgendwie wahnkrank sind, das wäre Blödsinn. Nicht ein Haufen Wahnkranker kann ich sowas wie den Holocaust vollziehen, also durchführen und organisieren. Das geht nicht, aber sie können ihre Normalität aufrechterhalten im Zeichen eines kollektiv wirksamen Wahns. Und das nennt er pathische Projektion. Und diese Neigung haben wir alle ein Stück weit. Und die Frage, das Pathische ist dann das Problematische, weil nicht mehr korrigierbar. Also wenn Vorurteile oder Bilder, die wir von etwas haben, nicht mehr korrigierbar oder hinterfragbar sind. Also wenn das so fest, nicht so Wahrheiten werden, die dann durch Affekte gestürzt werden und nicht mehr korrigierbar erscheinen, dann haben wir auch keine richtige Chance. Deswegen ist die Aufklärung, die Grenze der Aufklärung auch der erreicht. Also wir kennen das auch aus den ganzen Debatten und Anstrengungen, die wir in den 90er Jahren schon hatten. Das ist ja nichts Neues, was wir jetzt haben. Wir haben diese ganzen Diskussionen ja alle in den 90er Jahren schon gehabt, mit der ganzen Welle von Rechtsextremismus, Jugendgewalt, Übergriffen, Angriffe auf Asylbewerber, Asylbewerberheime, auf türkische Wohnhäuser, nicht mit Toten, die es gab, nicht so in Mölln, Rostock, Lichtenhagen, Solingen und Hünxe und so weiter. Und dann gab es eine Tagung und einen Band nach dem anderen. Ich habe das nochmal geguckt, als ich mich jetzt angefangen mit dem Thema zu beschäftigen. Ist eigentlich alles diskutiert worden. Die einzige politische Reaktion war die Verschärfung des Asylrechts damals gewesen. Aber die Diskussionen sind alle schon geführt worden. Da gab es eine unglaubliche Entwicklung, weil viele Jugendliche eben betroffen waren davon. Viele Jugendliche aus den ostdeutschen Ländern und eben rechtsextremistisch. Und dann gab es in der Sozialarbeit eine riesige Bewegung. Die akzeptierende Jugendsozialarbeit und die konfrontative. Also das heißt, wir müssen die sozusagen, da ist mit dieser Kontakthypothese, wenn wir die mit den Fremden in Verbindung bringen, dann löst sich das Problem. Und dann haben sie Erlebnisreisen nach Israel gemacht. Nicht, also das war für den Sonder-Gratisurlaub am Mittelmeer in Tel Aviv. In dem Glauben, die sollen da vor Ort sehen, Juden sind nicht so böse, wie sie glauben. Das hat überhaupt nichts gebracht. Es ist komplett gescheitert. Nicht? Die ganzen Maßnahmen, die ganzen Projekte sind alle gescheitert. Und da zeigte sich eben dann, dass es sozusagen schon so tief verwurzelt war, dass es eigentlich nicht mehr korrigierbar war, oder man muss mit anderen Methoden oder Mitteln da dran. Es gab da oben noch. Ja. Ich würde dann gerade mal direkt an diesen Nicht-Korrigierbarkeitsbegriff ansetzen mit meiner Frage. Und zwar, wenn wir eben davon ausgehen, dass es bei den meisten Menschen, sage ich jetzt mal, schon in gewisser Weise zu spät ist, um da anzusetzen, ist es ja eigentlich jetzt oder für mich auch ein dringendes Anliegen als Lehrämterin, wie kann man das in der Schule besser verankern? Also dieses Hinterfragen von diesen Konstruktionsprozessen und das Hinterfragen von dieser Fremdheit, die ja auch Schüler wahrscheinlich auch so wahrnehmen. Gerade also an Schülern geht ja die Flüchtlingsdebatte auch nicht vorbei. Wie kann man das besser in der Schule behandeln? Das bin ich froh, dass ich nicht Lehrer geworden bin. Das ist wirklich schwer. Das halte ich für, ja, ist eine der wichtigsten Fragen, glaube ich. Ich würde immer noch annehmen, es sind Schüler, wo noch viel im Fluss ist und in Entwicklung ist. Und vieles, was da verhärtet erscheint, sind bei Pubertierenden oder Adoleszenten, Jugendlichen auch immer noch im Fluss und auch beeinflussbar, meiner Ansicht nach. Man muss überlegen, wie man es sozusagen. Es wird, durch Aufklärung alleine wird es nicht, durch Kontakt alleine auch nicht. Also durch eine rein rationale, verbale Aufklärung oder durch Gedenkstättenbesuche oder irgendwas nicht, alleine wird das nicht erreichbar sein. Ich glaube, man muss schon an die Affektlagen versuchen, mit den Affekten, also mit dieser irgendeine Form von Betroffenheit auch zu erreichen, also mit den Affekten. Also nicht falsche Betroffenheit, sondern eher Irritationen erzeugen. Ich glaube, das Wichtigste ist, irgendwie Irritationen zu erzeugen. Also der Brückner hat am Ende dieses Aufsatzes, 66, hat er geschrieben, das der wirksamste Mittel, das fand ich immer sehr rätselhaft und ich weiß es bis heute eigentlich nicht genau, was er meinte, das wirksamste Mittel zur Bekämpfung oder Verhütung, zur Bekämpfung, aktive Bekämpfung, wirksame Bekämpfung von Vorurteilen ist das Hören auf die unerwartete Botschaft. Also, und ich lese das irgendwie so, dass es wichtig ist, nicht im Sinne von Faktencheck, also zeigen, dein Bild stimmt nicht, die Wirklichkeit ist anders und jetzt richte dich mal in der Wirklichkeit aus und so. Das wird nicht richtig was helfen, sondern Nachrichten, die oder mit Ereignissen oder Erfahrungen organisieren, die irritierend sind, die nicht in dieses Bild, die nicht in diesen Kram reinpassen. Und dazu gehört manchmal auch einfach nur zu fragen, also ganz schlichte, einfache Fragen zu stellen, wieso oder warum.
Und dann kommen die ins Stottern. Also bei Jugendlichen nicht, das ist noch nicht so festgesetzt dann. Oder man kann es daran erkennen, ob es jetzt festgesetzt ist oder nicht. Aber ich kann ihnen keine pädagogischen Tipps oder Ratschläge geben. Das meine ich eben. Ich wollte jetzt nicht abfällig mich über Lehrer äußern. Ja, aber ich glaube wirklich etwas irritierende Erfahrung ermöglichen. Also das grundsätzlich wichtig ist. Also ihr könnt euch auch einfach melden, dann vorne mal melden und dann mal oben. Ja, genau, Sie haben ja gesagt nochmal, dass die Aufklärung da überhaupt nichts bringt, was im Wagen zumindest nicht wirklich hilfreich ist. Gibt es denn da in Stunden, die andere Methoden zeigen, die nicht wirksam sind? Ich bin da irgendwie etwas pessimistisch leider geworden. Also ich glaube, dass natürlich die Sache mit der politischen Bildung und dem Alltag in der Schule unglaublich wichtig ist, also in der pädagogischen Perspektive, aber die alleine erklärt es nicht, weil ich glaube, das Wichtigste, der zentrale Hebel ist ein politischer Hebel. Das geht überhaupt gar nicht anders. Wir müssen ein anderes Klima von versuchen herzustellen oder daran zu arbeiten, was es irgendwie verhindert, dass große Teile der offiziellen Politik immer wieder eigentlich diese Mechanismen auch unterstützen. Immer wieder unterstützen. Und dem nicht Einhalt geben. Jetzt überbieten sich im Wahlkampf, geht es jetzt überbieten sich, man weiß gar nicht, ob die sicherheitspolitischen Vorstellungen von der AfD kommen oder von der SPD. Man weiß es nicht mehr. Im Moment. Und das ist genau der fatale, genau der gleiche Fehler. Nicht? Also nach den furchtbaren Ausschreitungen und Übergriffen und Überfällen in den 90er Jahren gab es die Verschärfung des Asylgesetzes und bei uns gab es es jetzt wieder. Also man jetzt nicht lernen sozusagen aus der eigenen Geschichte heraus. Und das ist etwas, was ich katastrophal finde. Also die Lösung liegt nicht in der Bildung oder so. Also es ist wichtig, nicht? Ich meine, es ist unmöglich. Bei uns in Niedersachsen hat die letzte oder vorletzte Landesregierung, die haben die Landeszentrale für politische Bildung abgeschafft. Weil man meinte, das braucht man nicht mehr, nicht? Die ist jetzt wieder eingerichtet worden, Gott sei Dank. Das ist ein unglaublich fatales Signal. Aber da muss in der politischen Bildung, ich bin aber nicht so ein politischer Bildungsexperte, da gibt es solche Überlegungen, Diskussionen, wie präventiv und wie auch interventionsmäßig mit anfälligen oder rechtsextremen oder fremdenfeindlichen Positionierungen oder rassistischen Argumentationslinien und so weiter umgegangen werden kann oder werden sollte. Wer da sehr viel macht und auch anbietet, ist die Amadeo-Antonio-Stiftung zum Beispiel. Also da müssen wir mal auf die Seite gehen und gucken. Da bietet sehr viel auch Präventionsprogramme an. So. Okay, da oben, dann hier vorne und dann. Ja, eine Frage, die eher so ein bisschen in die theoretische Richtung geht. Sie hatten ja ausgeführt, dass der Begriff der kollektiven Identität zwangsläufig eigentlich zu so einem Inklusion, Exklusion, also In-Group-Out-Group-Denken führt. Wenn wir jetzt zum Beispiel an eine kollektive europäische Identität denken oder ein europäisches Wir-Gefühl, was dann ja auch nur in Abgrenzung zu einem irgendwann gearteten anderen möglich ist. Gibt es Theorieansätze, die Möglichkeiten bieten, Identität eben jenseits dieses Input, Output, ja. Inklusion, Exklusion zu verstehen, wo man anknüpfen könnte? Also eigentlich, ich glaube, eines der letzten Bücher von Sigmund Baumann heißt Gemeinschaft. Das ist wie so ein längerer Essay, irgendwie so ein kleines Bändchen. Das müsste man sich nochmal genauer angucken, wobei die Kategorie der Gemeinschaft natürlich bei uns durch die Volksgemeinschaft halt genau in diesem Identitätsdiskurs halt verbrannt ist, nicht in gewisser Weise, nicht, weil Volksgemeinschaft ist ein extremer Ausbund dieser Art von Inklusion und Exklusion, wo sich die Zugehörigkeit nur definiert über die Definition derjenigen, die nicht dazu gehören, also die Rassefremden und die Gemeinschaftsfremden. Aber diese Idee von Gemeinschaft oder Gemeinschaftlichkeit, wo es gegenseitige Identifikationen gibt, die nicht ausschließend gedacht sind, sondern die einschließend gedacht sind, weil
auch von europäischer Identität kann man ja im Prinzip, das ist Eurozentrismus, nicht, wenn wir von europäischer Identität reden, weil die ist auf dem Boden und der Ausbeutung der Kolonien und des Orients und so weiter entstanden in dem Kontrast. Also ist immer, nicht historisch gesehen, auf dem Boden des Eurozentrismus gewachsen. Und das deswegen, also bei allen sozusagen, nicht was wir jetzt damit aber meinen, nicht auch gerade gegenüber bestimmten Entwicklungen, globalen Entwicklungen, weltpolitisch jetzt gesehen, also aus den USA kommen, dass da es um bestimmte Werte geht. Also die Idee, dass es Gemeinschaftsbildung gibt, die auf der Basis, auf der Grundlage bestimmter grundlegender humanistischer Werte oder so ähnlich funktionieren. Das ist eigentlich so eine Überlegung, die man anstellen muss, also in solche Richtung zu denken. Und da, ich meine, die Kategorie der Gemeinschaft oder selbst die der Volksgemeinschaft, die haben die Nazis ja auch nicht erfunden, nicht? Die gab es ja bereits vorher schon, im ausgehenden 19. Jahrhundert. Und Beginn des 20. Jahrhunderts, zum Beispiel in Schweden, in der sogenannten Volksheimbewegung, das waren ähnliche Gedanken, aber eben nicht im Sinne von Ausschließung. Oder nehmen wir, wenn wir das Beispiel Schule nochmal nehmen, also den Schulpreis dieses Jahr hat ja bei uns in der Nähe eine Schule, eine Berufsschule diesmal gekriegt, für ihre, insbesondere auch nicht nur für ihre Leistungen, sondern für ihren integrativen Charakter, den sie hergestellt haben. Also da zählt jeder, da wird nicht gefragt, wo kommst du her? Oder warum sprichst du so gut Deutsch? Oder warum sprichst du nicht so gut Deutsch? Oder so. Und deswegen ist eigentlich, also ich warne immer davor, unter dem Begriff der Identität, also ich werde immer skeptischer überhaupt, dass man, ob man das überhaupt nicht, dass es einerseits gibt es eine inflationäre Verwendung dieses Identitätsbegriffs in allen wissenschaftlichen Disziplinen, in der Geschichtswissenschaft, nicht, also nationale, historische, ethnische, religiöse und Geschlechtsidentität, in der Geschlechterforschung auch wird das häufig immer noch unkritisch verwendet. Und wenn man genauer hinguckt, was da für Konzepte mitgemacht und interessant ist, dass sie ja alle inflationär entstanden sind in den 90er Jahren. Also in Deutschland, wenn man in die Bibliotheken guckt und man das Wort Identität eingibt, dann kriegt man in der normalen sozialwissenschaftlichen Fachbibliothek kriegt man einige Millionen Einträge inzwischen. Und der allergrößte Teil, also sowohl Monographien als auch vor allem Aufsätze dann. Und der allergrößte Teil davon ist nach 1990 entstanden. Das heißt, es wird einerseits inflationär dieser Identitätsbegriff bemüht vor dem Hintergrund einer Wiedervergewisserung, was ich vorhin angedeutet habe, von nationaler Identität oder neuer nationaler Größe oder so. Wir sind eine normale Nation. Nicht? Das war damals der Bundeskanzler Schröder, 98 Regierungserklärung. Wir sind jetzt auf dem Weg, zu einer ganz normalen Nation zu werden. Und sein Regierungssprecher Haye, der ja dann später sich anders entwickelt hat, nachdem er da ausgeschieden ist, also ganz viele Projekte jetzt gegen rechts macht und so weiter in ostdeutschen Ländern, Haye hat dann anschließend danach geschoben, einen Tag später oder so, wir werden uns von unseren Nachbarn unsere Vergangenheit nicht immer vorhalten lassen. Und zu dieser Normalität der neuen Nation gehörte für Schröder vor allen Dingen auch, und dann, das war sozusagen die Vorbereitung für die erste große internationale Intervention, nämlich es ist Krieg und wir sind wieder dabei, nämlich Kosovo, 98. Zu einer normalen Nation gehört auch, so hat er es wörtlich genannt, die Enttabuisierung des Militärischen. Und deswegen bin ich so skeptisch, also vehement irgendwie so skeptisch gegen diese Verwendung des Identitätsbegriffs da drin, weil das immer diese ganzen Aspekte, die ich jetzt erwähnt habe, eigentlich immer dann mitspielen, wenn man daran so positiv festhält, so affirmativ. Aber ich weiß leider auch nicht. Also Gemeinschaft, Gemeinschaftsbezogenheit, nicht wie konstituiert sozusagen Gemeinschaft, die nicht auf Exklusion basiert, her? Das ist eigentlich die zentrale Frage. Und welche Rolle spielen da sozusagen die Orientierung an bestimmten grundlegenden Werten da dran? Und wie kriegt man die in die Köpfe rein, dass es nicht einfach nur auf dem Papier steht, sondern wirklich auch, das ist ja die große. Und die lässt sich sozusagen nicht pädagogisch und auch nicht psychologisch, die lässt sich letztendlich auch noch politisch, sicherlich auch ökonomisch, weil die Wirtschaftsordnung, die wir haben, erleichtert es nicht gerade. Werte wie Rücksichtnahme, mich oder Anerkennung oder Solidarität oder so etwas zu Grundlagen zu erklären des menschlichen Verhaltens. Ja, meine Frage geht nochmal zurück auf die, was kann man tun gegen Fremdenhass, gegen Vorurteile. Wenn rationale Argumente und Fakten bei vielen Leuten nicht mehr ankommen oder sie nicht mehr von dem Gegenteil überzeugen können, von ihren Vorstellungen, ist es dann nicht eher auch ein Zeichen dafür, dass es ja wahrscheinlich nicht nur in dem Bereich Einwanderung oder beziehungsweise bei Fremdenhass ist, sondern auch in anderen Bereichen eben diese Sache, dass rationale Argumente nicht mehr ankommen, müsste man nicht eher sagen,
setzt noch mehr darauf, dass man, also auch gerade weil das Thema Schule angesprochen worden ist, dass man eben noch mehr auf Rationalität setzt, auf Fakten, auf Argumente, als zu sagen, das kommt nicht mehr an, ich versuche eher auf affektive Dinge zurückzukommen, wenn das eh schon zu spät ist. Also ich denke auch, also das muss man nicht mehr drauf setzen als. Ja. Ja, es ist sehr widersprüchlich. Also zu sagen, Vernunft bringt gar nichts mehr, man muss mit den Affekten irgendwie arbeiten, mit Gefühlen arbeiten, ist hochgefährlich. Also nicht, dass, weil dann können wir eine Sekte gründen oder so. Nicht, also das ist so, nicht, das ist immer so die Idee, ne? Also davon, was letztlich in einer sektenähnlichen Verbindung drin. Wir haben dummerweise so scharf wir es auch kritisieren müssen, dass die Grenze der Rationalität ist, also oder die menschliche Rationalität ist begrenzt. Oder ist an die Grenzen gestoßen und trotzdem haben wir möglicherweise keine andere Chance, als sozusagen auf Vernunft zu setzen. Ich würde das vielleicht in dieser Widersprüchlichkeit auch so ähnlich sehen. Was auch immer das jetzt sozusagen heißt, genau. Ist ja nicht so leicht. Nur für irritierende Möglichkeiten wären vielleicht Jane Elliots Blue Eye, Brown Eye, das Sie vielleicht kennen, auch Pädagogen, das Experiment wäre vielleicht schon. Ja, genau. Das kennen Sie wahrscheinlich, ne? Solche, genau, das ist spannend, weil das ist so eine irritierende, nicht, das ist irritierend und das ist gleichzeitig auch entlarvend, aber eben so, dass man daran unheimlich viel selber feststellen kann oder an sich selber auch überprüfen kann, würde man nicht in so einer Situation genauso reagieren. Also nicht irgendwas, kann nicht immer sagen, ein Gefühl ansetzen, weil sonst wird das schwierig sein, weil dann wird man wieder so ein Gefühlspositivismus. Gefühle sind immer gut, das meine ich nicht. Gefühle sind nicht immer gut, im Gegenteil. Okay. Ich würde mal auf den Begriff Identität zurückkommen, und zwar glaube ich, oder es ist mein Eindruck, dass wir auch ein ziemliches Misskonzept so in der Gesellschaft haben, dass dieses, also da steckt ja irgendwie so ein Bedürfnis dahinter, irgendwie so anzukommen und zu sagen, okay, festzulegen, das gehört zu mir und das irgendwie nicht. Und vielleicht wäre es ja auch sinnvoll, auch heute, um auf die Schule zurückzukommen, dass das irgendwie thematisiert wird, dass die Leute sich ein bisschen mehr mit sich selbst auseinandersetzen als eben mit anderen, mit den Fremden und das eben aber dynamischer betrachten, ohne dass man irgendwie ankommen muss, dass man sagt, das gehört zu mir und das nicht, sondern allgemein da irgendwie eher so ein bisschen explorativ vorgeht. Das kann man tendenziell ja eigentlich, wenn überhaupt, im Ethikunterricht, glaube ich, erkennen heutzutage, aber auch irgendwie auf eine sehr abstrakte Art und Weise jetzt für Jugendliche betrachtet. Sehen Sie da vielleicht irgendwie ein Potenzial drin, dass man da irgendwelche alternativen Wege findet? Wie meinen Sie das mit explorativ oder was haben Sie da für eine Vorstellung? Naja, dass eben Jugendliche sich in der Schule auch die Möglichkeit haben, sich darüber auszutauschen. Es steckt ja schon ein Bedürfnis dahinter, sich irgendwie selbst zu erkunden, so. Ja. Also was geschieht da irgendwie mit mir, was bin ich. Aber eben ohne dieses Ziel, was ja auch irgendwie von der Gesellschaft so vorgelegt wird, dass man da irgendwann ankommt und irgendwann sagt, ich habe jetzt diese Identität. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass wir den Druck, dass wir versuchen müssen, den Druck von den Heranwachsenden zu nehmen, dass sie diesen Zwang, sich zugehörig fühlen zu müssen oder sich etwas zugehörig zu fühlen, ein Stück weit nimmt. Das ist eine riesen Erleichterung, weil dieser Druck ist immens, gerade in der durch die Pubertät ausgelösten Adoleszenz. Das spielt bei dem Thema Morgen natürlich eine große Rolle bei der sogenannten Geschlechtsidentität, männlich-weiblich, ist das ja ähnlich. Dabei. Also die Tendenz und auch da haben wir eine fatale gesellschaftliche, politische und auch pädagogische Entwicklung. Weil diese Zugehörigkeit, die Gefahr der Zugehörigkeit, die mit diesem Identitätskonstrukt verbunden sind, Identität ist immer Ausschließung von etwas anderem, sehen wir da ja genauso, nämlich als Tendenz einer Vereindeutigung. Und diese eine Vereindeutigung, also ich muss männlich, ich muss jetzt in der Entwicklung, als von einem Junge muss ich männlich mich entwickeln. Und männlich heißt nicht weiblich in erster Linie. Und deswegen wird sozusagen alles, was ich jetzt nicht männlich erfahre oder empfinde oder mir jetzt vorgegeben wird oder die anderen in meiner Peer Group, meiner Bezugsgruppe als nicht männlich definieren oder die Gesellschaft und so weiter, wird als nicht männlich, wird als weiblich deklariert und diffamiert und abgelehnt.
Also das kann man daran sehen, an der Habitualisierung, wie Homophobie entsteht, bei Jungen entsteht. Ja, also das ist ja etwas, was bereits sehr früh einsetzt, das heißt, sie lernen sehr früh den Sprachgebrauch, schwul ist irgendwas ganz Böses. Sie wissen überhaupt nicht, was das bedeutet, aber sie wissen, dass es was ganz Schreckliches ist. Nicht, das kriegen die schon in der Grundschule im Prinzip mit. Und so wird das sozusagen vorbereitet. Und jetzt kommt die Entwicklung und jetzt haben wir überhaupt gar nicht mehr die Chance, irgendwie mit eigenen homosexuellen Tendenzen das sind ja, oder mit irgendwelchen Neigungen oder irgendetwas umzugehen, sondern es ist ganz klar, sie müssen sich nicht unter dem Druck der gesellschaftlichen Anforderungen der Norm heterosexuell genormt erweisen. Gleichzeitig müssen sie die Frau das nicht-männlich als weiblich deklarieren und ablehnen. Das ist ja ein Widerspruch eigentlich in die. Das heißt, da werden tickende Zeitbomben erzeugt. Eigentlich. Und jetzt wäre es, nicht jetzt am Beispiel Homosexualität, wäre es sehr spannend, nicht, wenn man da einen gelassenen oder einen anderen Umgang mit hätte. Also mal historisch gesehen, die ersten Umfragen über Sexualverhalten bei Heranwachsenden oder bei jungen Leuten, das war der berühmte Kinsey-Report. 1949 schon, der für Männer. Und für die Frauen kam dann... Sexualität der Frauen kam dann 53 oder 54. Und für Männer, das waren College- oder Studenten, glaube ich, gewesen, die er befragt hat über Sexualverhalten. Da haben von Amerikanischen, das war sicherlich noch in gewisser Weise prüder nicht als das Klima heutzutage in dieser Freigabe von Sexualität bei uns überall und jederzeit zugänglich, das Klima. 70% der heranwachsenden jungen Männer gesagt, dass sie mal ein- oder zweimal mal so Erfahrungen schon mal hatten mit einem Freund. Nicht? Auch sexuelle Erfahrungen. Auch genitale sogar, nicht? So ein bisschen. Und das war so im Sinne von Ausprobieren. Das war dann irgendwie mal so ein Versuch, aber es war überhaupt nicht so negativ deklariert, sondern das war so eine Zwischenphase, die man mal so hatte, mal ein-, zweimal und dann hat man gemerkt, dass so ist das, aber gefällt mir nicht, mach was anderes oder so. Aber völlig harmlos, in Anführungszeichen. Aber normal, in Anführungszeichen. Das würde heute nicht an eins, wenn man diese gleiche Befragung heute mit männlichen Jugendlichen machen würde, würde das keiner zugeben. Oder sagen. Und das heißt ja nicht, dass sozusagen diese Erfahrungen oder dass die Tendenzen nicht weniger geworden sind im Adoleszenz- oder im Pubertätsverlauf, sondern dass sich die sozialen Umstände so geändert haben, dass wir die Verpönung in gewisser Weise sogar krasser geworden ist. Und das war damals wirklich ein sehr relativ frühes Klima, auch in den USA noch gewesen. Und das ist hochinteressant. Also diese Tendenz zu dieser Vereindeutigung. Ich muss eine eindeutige Identität entwickeln im Sinne von Zugehörigkeit. Das heißt, das, was nicht zugehörig ist, gehört nicht nur nicht zu mir, sondern das muss auch abgelehnt und abgewehrt werden als weniger wert. Ist das Instrument, mit dem Jungen zu Männern heranwachsen oder herangezogen werden, die immer noch sozusagen unbewusst glauben, dass sie sozusagen etwas Wichtigeres oder Überlegeneres sehen. Das heißt, betrifft jetzt nicht alle Männer hier im Raum. Aber so, nicht, das ist ein grundsätzlicher Druck an eine Struktur, die auf der Entwicklung von Männlichkeit liegt. Und die Gesellschaft unterstützt das durch die wieder neu eingesetzte und inflationär wuchernde Form von Vereindeutigung. Also wenn Sie jetzt heute mal in einen Babygrundausstattungsladen gehen, im Vergleich zu vor 10 Jahren, Sie kriegen Kreisanfall mit der rosa Ecke und der blauen Ecke. Nicht, da fängt das ja schon an. Nicht mit der farblichen Zuordnung. Sprachliche Zuordnung, farbliche Zuordnung, ganz klar wieder. Es ist ganz klar, also die Farben rosa und blau. Und die Pädagogik, die Erziehungswissenschaft, was macht die? Es gibt zwei Lehrbücher in der Pädagogik, das eine heißt Mädchenpädagogik, das andere heißt Jungpädagogik, das sind im Belz Verlag Zusammenbände, wo ganz namhafte irgendwie Pädagogen, Erziehungswissenschaftler jungpädagogische und mädchenpädagogische Abhandlungen geschrieben haben. Das Buch für Jungen ist blau, in verschiedenen Blautönen abgestuft und das für Mädchen ist pink und rosa abgestuft. Also, und da ist auch nicht ganz klar wieder drin, dieser ganzen Debatte, auch nicht Jungen sind die Bildungsverlierer, sind benachteiligt, die müssen jetzt aufholen, die müssen gezielt. Alles auf der Basis dieser Idee von wieder Vereindeutigung. Wir müssen wieder ganz klar sagen, was ist männlich, was ist weiblich. Und die Irritationen, also wenn wir da nochmal darauf zurückkommen, die jetzt gefragt worden sind, und auch eben diese Idee von explorativem Umgang mit Verzicht auf Vereindeutigung und trotzdem was davon lernen, wäre im Prinzip jeder Kampf gegen diese Vereindeutigungstendenzen. Also dieses Zulassen, das ist ja auch so ein bisschen die These, nicht an Anlehnung an das Thema, zulassen, dass man irritierende und also die Irritationen in einem selber drin liegen, dass man bestimmte Tendenzen hat, die man sozusagen anerkennen muss, dass sie da sind. Man muss denen ja nicht nachgehen, aber dass sie irgendwie in gewisser Weise da sind.
wird ja oft gesagt, dass die Welt irgendwie komplexer geworden ist. Das stimmt natürlich, es gibt mehr Informationen jetzt irgendwie, die aufs Objekt so einprasseln, sag ich mal. Ist das nicht vielleicht auch eine mögliche Erklärung so für so ein Bedürfnis nach Abgrenzung? Weil das steht ja dem entgegen eigentlich, also jetzt wird es ja über Freud so von Ihnen erklärt, das ist ja eigentlich ein anderer Ansatz, oder gehört es zusammen? Also, oder gibt es vielleicht eine andere Erklärung, warum das Bedürfnis größer geworden ist? Das Bedürfnis nach Populismus, einfach eine Erklärung, kausalen Welterklärungen. Ja, also schon jetzt bezogen auf Identität, auf Abgrenzung, ja. Das gehört ja zusammen, finde ich. Ja. Also ein einfaches Bild, genauso ein geschlechtliches Rollenbild, muss ganz einfach sein, muss zu alt sein. Ja. Genauso eben Nationalismus eben auch. Ja. Ja, aber die Welt ist ja nicht plötzlich seit 2 Jahren komplexer geworden. Also ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Also das wissen wir aus der klassischen sozialpsychologischen Vorurteilsforschung, wissen wir, dass Vorurteile, dass die Bereitschaft, die Neigung, Vorurteile zu entwickeln, immer in gewisser Weise diese Funktion hat und immer angesichts der immer komplexer werdenden Welt. Aber diese Diskussion gibt es seit den 50er Jahren schon, des letzten Jahrhunderts. Und eigentlich schon länger, eigentlich schon in den 20er Jahren. Also eigentlich mit den Erosionen und Krisen der kapitalistischen Entwicklung gibt es diese Diskussion mit den Krisen der Moderne, die daraus erzeugt sind, gab es diese Idee, dass die Welt immer unüberschaubarer, unübersichtlicher wird, immer schon, in gewisser Weise. In unterschiedlichen neuen Gewand jeweils, immer auf verschiedenen Stufen. Deswegen hat es ein Stück weit auch immer schon gegolten. Also das Argument ist nicht falsch, aber es ist nicht ein neues Argument. Vorurteile dienen immer und Stereotype dienen immer der Vereindeutigung. Wir könnten auch übrigens gar nicht ohne Vorurteile leben, wir haben alle Vorurteile. Das stellt sich wieder die Frage, sind wir imstande, die korrigieren zu lassen? Manche muss man nicht korrigieren, da kann man auch dran festhalten, wenn man keinen Schaden mit anrichtet dabei. Aber ohne Vorurteile könnten wir gar nicht wahrnehmen. Also Peter Brückner hat mal einmal gesagt, ehe wir wahrnehmen, interpretieren wir. Ja? Und wir interpretieren, und wenn wir interpretieren, nehmen wir sozusagen wahr. Das heißt, es ist immer eine gewisse Weise eine Deutung von Wahrnehmung. Die Frage ist jetzt, ist das irgendwie überprüfbar und korrigierbar? Das ist jetzt immer wieder genau der gleiche Punkt. Und selbst bei den Leuten, von denen man das Gefühl hat, denen ist die Welt zu komplex, deswegen haut man nicht Flüchtlinge tot. Oder greift sie an. Oder ihre Heime. Das kann mir kein Mensch erklären. Psychologisch kann das nicht funktionieren. Diese Kette, wie das entsteht. Zurück zur Projektion. In Ihrem Vortrag sind eine ganze Reihe von abstrakten Begriffen vorgekommen, ne? Was die affektiven Gegenstände sozusagen der Projektion anbelangt, wie Strebungen, Impulse, Wünsche, Affekte, eben Gefühle, Emotionen. Ja? Also da stellt man sich vor, das kann erstmal alles Mögliche sein, an Frustration und Unglück, was man so empfinden kann. Ne? Im zweiten Schritt mag man dann sich darüber denken, dass sich das nicht in jedem Fall zur Projektion auf jeden möglichen Projektionsschirm auch eignen kann. Ne? Hat die psychologische, die sozialpsychologische oder individualpsychologische Forschung Antworten darauf, welche konkreten Regungen, sag ich mal, ne, als möglichst allgemeinen Begriff, sich im konkreten Bezug auf Fremdenfeindlichkeit regelhaft jetzt in dieser Gesellschaft, ja, unter den gegebenen Bedingungen, welche da projiziert werden. Ja. Das ist ein ganz wunderbarer Punkt dieser Projektionslehre, weil das so ein bisschen beliebig ist, ne? Alle möglichen unliebsamen Selbstanteile. Es gibt eine wunderschöne Formulierung von Adorno, der gesagt hat, projiziert wird eigentlich alles, was die Zeche von Fortschritt und Aufklärung bezahlt. Also was in der Entwicklung, in der Moderne mitkommt. Oder so. Ja, aber dann habe ich das sehr edel und nobel formuliert, aber bringt das dann noch nicht genau weiter, was für Impulse sehen. Dann sind es mal Hassgefühle, dann sind es Affekte, dann sind es Vorstellungen. Also das ist schon sehr schwierig. Was sind diese unliebsamen Selbstanteile, die man bei sich selber nicht zulässt? Das ist ein ganz wichtiger Punkt und auch ein Wunderpunkt eigentlich dieser Projektionslehre, meiner Ansicht nach. Aber ein Ansatzpunkt ist genau, das wäre der zweite Teil sozusagen, zu gucken, welches Phänomen untersuche ich. Also ich mache das ja nicht aus Lust, sich nicht mit Projektionen zu beschäftigen, sondern ich will ja versuchen, bestimmte gesellschaftliche oder politisch brisante
aktuelle Phänomene und Probleme und Tendenzen und so weiter versuchen zu untersuchen und zu gucken, helfen einem dieser Rückgriff auf solche Mechanismen irgendetwas? Und was wir jetzt bei dem Thema, mit dem wir uns hier jetzt beschäftigen heute Abend, Fremdenfeindlichkeit, was sind da die Selbstanteile oder die da ein Stück weit so verfremdet, wieder verformt, transformiert, wieder auftauchen, dass man sie nicht als solche erkennt? Und ich glaube schon, dass es dabei ganz stark wieder um die Affekte geht. Und ich glaube auch ganz stark, dass es um Ängste geht dabei. Ja. Und da finde ich sehr hilfreich, wenn wir das mit dem vergleichen, also da weise ich mal gerne darauf hin, es gibt eine kleine Abhandlung über, heißt glaube ich, zur Anlage der Judenfrage von Jean-Paul Sartre aus den 60er Jahren, 67, 68 oder so, ne? Von Jean-Paul Sartre, der finde ich einen bemerkenswerten Satz oder mehrere bemerkenswerte Sätze da drin auf den Antisemitismus bezogen und den Antisemiten oder die Antisemitin bezogen formuliert hat. Gesagt, der Antisemit hat vor allem wirklich Angst. Der Antisemit hat Angst davor, sozusagen die Gesellschaft anzugucken. Der hat Angst, also er hat irgendein Leiden, oder ist, wie heute würde man sagen, hat irgendwie wütend oder ne, hat irgendwie Sorgen und so, Ängste, alles Mögliche. Er hat Angst davor, anzugucken, woher sein persönliches Leid kommt. Er hat Angst davor, sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Er hat Angst davor, gegen die Verhältnisse anzugehen, die ihm das antun, von dem er glaubt, dass ihm das angetan worden ist, weil er es nicht beschauen will. Er hat Angst davor, zu reflektieren. Er hat Angst davor, den Zusammenhang zu sehen. Angst davor, die Konsequenzen zu ziehen, mit anderen zusammen zu überlegen, was man dagegen machen kann und so weiter. Er sagt, der Antisemit hat vor allem möglichen Angst, aber er hat ursprünglich keine Angst vor dem Juden. Und die große Frage ist jetzt, und deswegen brauchen wir diese Mechanismen, wie wird das, wir werden aus diffusen, aus sozialen und persönlichen Ängsten, und die müssen wir genauer gucken, was sind diese diffusen Ängste, die jetzt noch eine große Rolle spielen, als Antrieb, als Quelle und als Motor für Fremdenfeindlichkeit. Wie wird daraus sozusagen durch diesen Transformationsprozess, wie wird daraus Angst vor Überfremdung des Abendlandes? Angst vor Muslimen. Gibt es dazu irgendwie konkretere Ideen, womöglich sogar empirische? Ja, ich meine, ist mal einer, ein Psychologe, vielleicht durch die Pegida-Dämon gelaufen und hat gefragt, wovor haben wir eigentlich Angst hier? Oder, ne, wie hat die Leute ein bisschen tiefer gehen gekitzelt auf ihr Unterbewusstes hin? Vermutlich nicht. Nee, da haben die viel zu viel Angst gehabt. Das kenne ich nicht. Also es gibt einige Interviews, die schon spannend sind. Also es gibt einen, wir haben einen, den hatten wir auch als Vortragenden letzte Woche bei uns in Hannover gehabt, der hat Interviews geführt, und zwar, und die hat er dann auch nochmal tiefenhermeneutisch auswerten lassen in der Kontrollgruppe. Und das ist eine spannende Figur. Der ist auch schon ein paar Mal durch die Medien gegeistert, bei der AfD einer, und zwar ein Islamwissenschaftler. Da fragt man sich, was macht ein Islamwissenschaftler bei der AfD eigentlich? Also der müsste es ja eigentlich wissen oder in Jun sein oder irgendwie nicht, dass es nicht der Islam ist, der die Bedrohung hat. Und da war wirklich eine persönliche biografische Hintergrund da drin. Er hat seine große Liebe ist eine Frau, die offenbar halb, in Anführungszeichen, also der Vater von der ist Iraner gewesen, und sie hat auch Islamwissenschaft studiert. Und sie hat eine Stelle gekriegt, die er eigentlich haben wollte. Also ganz profan. Es gibt wirklich auch, wenn man die Biografien von solchen Leuten gucken, gibt es ganz profane biografische Brüche, Enttäuschungen, Frustrationen, die plötzlich ein Neid, Zorn, so bestimmte Affekte, die sie nicht unter Kontrolle kriegen, hervorrufen. Und die können sehr diffus sein, verschieden und unterschiedlich sein. Wenn jetzt sozusagen ein Feindbild, an wie sich das heften kann, gegeben wird, den man dafür verantwortlich machen kann. Naja, das ist eine ziemlich spezielle Konstellation. Ne? Also der ist schon Islamwissenschaftler, hat dazu noch eine iranische Freundin und so. Naja, okay. Da war noch eine Frage, wenn es noch okay ist. Ja, es ist gar nicht so sehr eine Frage. Es ist eher, also ich nehme es häufig so wahr, dass wenn ich doch mit meinem Leben zufrieden bin und in meiner Position in der Gesellschaft und wie wir hier sitzen, sind wir nun alle privilegiert und haben viele Möglichkeiten. Und wenn ich eben unzufrieden bin mit dem, was ich bin, in Anführungszeichen, in der Gesellschaft, dann bin ich anfällig für das Fremde, in Anführungszeichen.
Prozess eben auch im Kleinen, dass diese Reflexion, das Bewussthaben von dem, was mich auch antriggert, eben dieses, wieso ist das so? Sich einfach selbst hinterfragen und zu schauen, okay, es ist in Ordnung, dass die Teile da sind, so, ich kann nicht alles wegmachen, muss ich auch gar nicht, aber wenn diese Bewusstheit da ist, dann trage ich das ja auch ins Außen und dann kriegt auch mein Umfeld mit Abdruck, okay. Und ich glaube, man kann vielleicht nicht das große Ganze verändern, aber wenn ich auf mich gucke und schaue, wo bin ich, wie geht es mir, dann strahle ich das auch aus und dann habe ich zumindest mein direktes Umfeld beeinflusst. Und wenn man selbst, wenn das Individuum eben zufrieden ist, dann strahlt sich das ja auch weiter. Das ist für viele eine große Frage, wie werde ich zufrieden? Ja, das ist die Frage. Ja. Ja. Gut. Da gibt es wahrscheinlich noch Widerspruch jetzt aber an der Stelle. Aber wenn es keine Fragen oder Anmerkungen mehr gibt, dann würden wir das beenden. Und dann auf morgen verweisen. Vielen Dank. Ja.